Hallöchen, XD-Killer. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, am besten da nicht drauf stehen. So. Ja. Dann muss ich mich jetzt hier einmal hochbauen. Zu dem Punkt, wo ich hin muss. Was tatsächlich leider sehr viel anscheinend ist. Ah, ich sehe nichts. Mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage. So. Genau, bis dahin muss ich dann wegnehmen. Ich muss mich eigentlich echt mal ein bisschen mehr noch mit dem Kram beschäftigen, aber irgendwie fehlt mir da die Motivation zu. Vor allem, weil es halt leider in anderen Modpacks mir auch nicht viel bringt mit Gregtech, da die meisten keinen Reaktorcraft mit drin haben. Irgendwie doof. So, ich hab mal das zumachen. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen sehr dunkel. Ich kann gleich versuchen, das ein bisschen heller zu machen. So. Beziehungsweise jetzt ist es ja mittlerweile auch schon dann heller. Ah, nein, da wäre falsch. Ja, so ist es richtig. So. Gut. Ja. So kann ich ja theoretisch jetzt machen. Kann ich wenigstens einen Teil noch abreißen mit dem Weinmeiner. Und versuchen möglichst viele mitzukriegen. Und ja, ich weiß, es ist jetzt wieder sehr dunkel. Ja. Ein paar kriege ich noch mit. Und tschüss. Eigentlich könnten auch die Items wieder hochploppen. Wäre ein bisschen weniger Aufwand dann noch. So, einmal eben kurz Inventar ein bisschen säubern. Gut. Das heißt, die sollten jetzt alle wieder bei minus 132 sein. Genau. So, jetzt ist die Frage, wie verkabel ich das Ganze? Also auf jeden Fall brauche ich noch Komparatoren. Und ich speichere das mal lieber kurz ein. Ich habe nämlich das Gefühl, ich werde die Komparatoren noch öfters brauchen. Ja, wie mache ich das jetzt? Ja, mach einfach mal 100 Stück. Weil an sich alle einzeln abfragen wäre halt eigentlich ein bisschen blöd. So. Vor allem, weil ich es ja auch invertieren muss, streng genommen sogar noch. Mist, habe ich gar nicht dran gedacht. Ist es möglich, invertiertes Signal hier rauszugeben? Weil an sich war sozusagen die Idee anhand des Füllstandes, nenne ich es jetzt einfach mal, die einzelnen Teile rauszunehmen. So, jetzt nur die Frage, warum ist das Ding komplett voll? Okay. Scheint auch richtig zu sein. Der gibt auch nichts raus.
Das heißt, aktuell scheint tatsächlich der Backlog von dem hier zu reichen. Ja, und der hier verballert gerade seine ganze Energie ins Nichts. So. Ja, wie mache ich das am besten? Gibt es nicht ein Not Gate? Ja. Project. So, mach mir mal bitte 100 Stück von denen. 100 Stück von denen. 100 von denen. 100 von denen. Und nochmal 100 von denen, weil die wahrscheinlich alle aufgebraucht wurden jetzt. So, weil an sich die Idee ist, wenn der leer ist, soll quasi der Reaktor angehen und das bei allen sozusagen. So, aber ich kann jetzt erstmal kurz den hier einmal nach hier vorne bringen, damit er nicht mehr im Weg ist. Ich bin am Überlegen, wie könnte ich das hinkriegen, vernünftig vor allem auch. So, gibt er jetzt hier nicht was aus? Ein ganz bisschen, aber auch nicht wirklich was. Also anscheinend reicht tatsächlich der Strom von einem Ding zu reichen gerade. Genau, weil der gibt jetzt sozusagen 15 aus, weil es komplett voll ist. Wenn ich jetzt den mal kurz ausmachen würde, sollte theoretisch hier irgendwann die Energie stückweise weniger werden oder die Power-Signal. Wenn der natürlich jetzt irgendwann mal leer ist, heißt das. Hä? Das ist der zweite, der da gerade reinpowert. Dann mache ich jetzt halt so, meine Güte. Ich will auch nur, dass es kurz mal eben ein bisschen leer wird. Ist ja anstrengend hier. Mal Strom zu verbrauchen. Na gut, es laufen auch gerade so gut wie keine Anlagen. Ja, gut. So, jetzt geht es nämlich runter und normalerweise sollte das Redstone-Signal nicht runtergehen. Es geht nicht mal aus. Warum geht das denn nicht mal aus? Hä? Wie funktionieren Komparatoren? Ich bin, glaube ich, irgendwie zu blöd dafür. So, den jetzt mal wieder anschmeißen. Den vielleicht auch sicherheitshalber. So. Hä? Jetzt mal ernsthaft, wie funktionieren Komparatoren? Eigentlich so und die fragen dann ab. Aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren, ne? Hä? Bin ich blöd? Der braucht tatsächlich ein Block-Update dafür. Okay, das ist nicht gut, wenn er ein Block-Update braucht. So, der hat nichts, genau. Wenn ich den jetzt nämlich hier hinstelle, ist er wieder an. Kann man die vielleicht irgendwie einstellen oder so? Es gibt doch hier auch ein... Da, ein Screwdriver von denen. Rubber Rod. Okay. Add Project. Hm.
Ach, ja, toll. Ach, ich kann auch einfach. Add Project. Einmal so machen. So, da brauche ich eine Pfeile. Mache ich einfach gleich mal ein paar mehr. Schadet nicht. Nochmal eine Pfeile und ein Hammer. Und wir haben den Screwdriver. Okay, damit kann ich den nur drehen. Was auch immer das jetzt dann bringt. Wenn ich jetzt die mal kurz beide ausmache, sollte der ja gleich relativ schnell runtergehen. So. Na, komm schon. Der ist leer. Der auch gleich. Dass der irgendwie ein Block-Update oder irgendwas braucht, ist halt echt blöd. Kann ich irgendwie künstlich dann Block-Update triggern? Vielleicht mit einer Clock? Oder ein Timer heißen die Dinger hier ja. So. Vielleicht kann ich damit da ja irgendwie was triggern in der Hinsicht. Gut, ich muss hier natürlich dann jetzt aufpassen, aber... beziehungsweise, warte. Ich kann auch einfach so machen. Bip. So. Vielleicht klappt das ja. Weil es muss ja auch nicht so genau sein, das heißt, so in diesem Abstand sollte es ja theoretisch reichen. So, aber was für einen Unterschied macht das denn jetzt? Jo. Dann würde ich tatsächlich sagen... Er hier soll quasi... Ja, ich brauche noch ein paar Timer tatsächlich. So, ne? Er soll dann auch, er auch. Und Komparator dann auch in die Richtung einfach. Nee, warte, ich kann das einfacher machen. So. Einfach, nee, Wire heißen Dinger, glaube ich, oder? Ja. So, nehmen wir einfach die. So. Und schon habe ich den Block-Update mit einem Timer getriggert. Gut, so. Auf jeden Fall soll hier kein Not, kein Repeater, sondern ein Not-Gate rein. Das heißt sozusagen, er läuft, wenn hier gar kein, wenn hier, warte, der gibt ein Signal, sobald ein bisschen was drinne ist. Das heißt, ich müsste es eigentlich hier... eher so machen. Da habe ich ein bisschen Luft. Und hier müsste eigentlich ja ein bisschen weniger. Also ich habe hier 2, 4. Dann nehme ich hier einfach mal 3. Oder andere Frage. Was für Gates oder sowas gibt es denn noch? Invert Cell, was auch immer die macht, Buffer Cell, Komparator, End Cell, Light Sensor,
Encounter. Also ich würde am liebsten irgendwie ein so ein Ding haben, was sozusagen bei einem gewissen Eingangssignal umschaltet. Ich google mal kurz. Project Red Gates. Gibt es vielleicht irgendwie eine Übersicht davon? Weil ich kenne die leider nämlich alle nicht auswendig und habe gerade auch keinen Bock, mir alle einzeln anzugucken. Weil das doch ein bisschen viel Aufwand wäre. Na, Seite, lad mal bitte. Dann nehme ich das. So, wo sind die ganzen Gates? Da. Buffer Cell. As a bridge for two crossing redstone lines. Nein, das will ich nicht haben. Mit dem Redstone Signal, if Redstone Signal reaches the gate. Hey. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Es gibt nämlich ein Buffer Gate. Oh, was fehlt mir da? Anode. So, danke. Hey. Zählt das zusammen oder was macht das? Splittet einfach nur auf. Wow, danke. Das brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Gut, gucke ich nochmal weiter. Heißt, das Buffer Gate ist schon mal nicht das, was ich haben möchte. Also, Bus-Converter, Input-Panel, Randomizer. Na. Okay, was hat mein PC denn jetzt gerade? Weil ich fünfmal viel zu Beast-Wiki aufgemacht habe. Okay. So. Ja, Multiplexer noch, so. Also. Bus-Converter. Usage. So, Bus-Converter has one input output and two output sides. Ah, okay, der hat also zwei Output Seiten. Brauche ich auch nicht. Nö, das brauche ich auch nicht. Nein. Alles, was mit Randomizer zu tun hat, brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Gut, Komparator kenne ich ja jetzt schon. Counter. Gut, der will Inputs haben. Ah, Data Cell ist anscheinend das, was ich brauche. So. Wie stelle ich das Ding jetzt ein? Irgendwie